Hallo Leute, herzlich willkommen zur jetzt 14. Folge der Kampagnen in Age of Empires 4. Wir befinden uns gerade im 100-jährigen Krieg. Frankreich befand sich zuletzt im Chaos. Und hier erwartet uns mal wieder eine interessante Schlacht. Und starten wir direkt in die Dokumentation und dann ins Gefecht. Viel Spaß! Nach dem Sieg über die Rebellen und Räuber bei Kuschrek sah König Karl V. sich einer letzten Bedrohung gegenüber, den unermüdlichen Eindringlingen aus England. Den Berichten nach sollte die englische Armee geschwächt und durch interne Machtkämpfe gespalten sein. Rasch ließ der König seine Armee gegen den alten Feind Frankreichs marschieren. Bei Pont-Vallin. Die französische Stadt Pont-Vallin lag auf dem direkten Weg plündernder englischer Soldaten auf Beutesuche. Die einzige Überlebenschance der Stadt bot ein nahegelegenes Lager französischer Truppen. Die Franzosen bereiteten einen Hinterhalt auf die Plünderer vor und bewahrten Pont-Vallin so vor dem Untergang. Okay. Dann werden wir jetzt mal Pont-Vallin schützen. Vielleicht einfach mal hier eine Goldstraße hinlegen. Rohstoffe, wir haben dort Nahrungsmittel. Holz. Ein Gold. Höhen. Eine Steine. Die englische Hauptarmee stürmte ins Tal. Kurz vor der Stadt legte sie eine Pause ein, bevor sie zum Angriff überging. Was zur Hölle? Wie sollen wir das denn jetzt machen? Wir haben ja hier nichts. Keine Mauern, kein gar nichts. Können wir Mauern? Sind keine Mauern. Leute. Ey. Schafe. Okay. Schafe sind super. Mit denen können wir die Engländer bezwingen. Wir brauchen mehr Holz und wir brauchen mehr von allem. Das ist echt nicht gut. Noch mehr Schaf. Was? Ein kleines Banditenlager verbarg sich im Tal. Sollten die Franzosen diese Brabanzonen verjagen, so würde ihnen auch die dort befindliche Beute in die Hände fallen. Ja, ist klar. Okay, das ist tatsächlich eine schwere Kampagne. Schön. Ich meine, wir lieben ja alle Herausforderungen. Wenn wir jetzt nochmal was verkaufen. Ja, irgendwie kriegen wir hier ein bisschen 32 Gold. Ja. Immerhin etwas. So, Nahrungsmittelversorgung ist auf jeden Fall irgendwie gesichert. Aber ja, das wird schwierig hier mit den 10.000 Leuten. Und die sind alle so gut gerüstet. Ich meine, oh. Wenn wir 200 Leute hätten als Speerträger, würden die ja alleine gegen die hier nicht ankommen. Wie soll das gehen? Wie? Das kann doch gar nicht funktionieren. Totale Verzweiflung. So, wir brauchen 600 Gold, damit wir ins nächste Zeitalter kommen. Aber wir müssen auch erst einmal hier ein bisschen was ausgeben, um Gold einzunehmen. Parade pour la Bourrache.
Ich hoffe, dass hier die Bösen... Die erste Gruppe der englischen Plünderer begann damit, die umliegenden Gehöfte zu überfallen. Nachdem sie die Bauernhöfe verwüstet hatten, griffen die Plünderer die Stadt Pont-Vallant an. Ey, ich dachte, die englische Armee greift bald an. Wir haben noch 30 Minuten. Ja, ist klar. Da kommt doch jetzt schon einfach. Plünderertrupps, das ist wahrscheinlich ein Plünderertrupp. Und nur das Dorfzentrum muss überleben. Also schicken wir einfach alles, was wir haben, nur in die Mitte. Und dann haben die hoffentlich wenigstens irgendwelche Bogenschützen oder wen auch immer dort. Und helfen uns so ein bisschen. Und dann gucken wir mal weiter. Mies. Mies, 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 mies. Hilfe. Wie haben wir das denn hinbekommen? Also die Leute da können wir bezwingen. Das ist ganz klar. Aber wie machen wir denn das alles, was danach kommt? Vielleicht kommen die so tröpfchenweise. So eine Kompanie, noch eine Kompanie, noch eine Kompanie und dann sind aber trotzdem noch die da. In 11 Minuten und 30 Sekunden gegen das alleine ja ist ja schon nicht machbar. Gar nicht machbar. Ich weiß echt nicht, wie ich das schaffe, so schwer. 100 Anläufe. Der Tag wird dann nur hiermit verbracht. Ey. Vielleicht gibt es irgendeine Geschichte, die freigeschaltet wird, wenn man hier irgendwas noch macht. Und dann zaubern die irgendwas aus dem Hut. Was ganz Tolles, und das hilft mir dann. Irgendwie hätte ich gerne noch eine Kaserne. So, okay. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Gleich sind sie da, jetzt gleich sind sie da. Oh Mann. Da stehen so ein paar Leute. Wollen wir die unterstützen? Ja, kommt. Wir sollen die erstmal sich darum kümmern. Vielleicht könnten wir, sobald die tot sind, hier hingehen und uns um diese Nebenmission kümmern. Und dann... Oh! Dann schaltet das irgendetwas frei, dass wir sagen können, yay! Wir sind so toll! Sie kommen! Ja, das ist eine gute Position. Sehr schön. Los Jungs, macht sie platt. Weitere vereinzelte englische Plünderer trafen ein und machten sich auf den Weg nach Pont-Vallant. Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Oh. Das klappen. Wie soll das denn klappen? Ich brauche doch mal 5 Minuten Ruhe. Und die haben ja keine Türme. Wir können auch, glaube ich, keine bauen, oder? Nein, natürlich nicht. Warum sollten wir auch Türme bauen können? Ah. Na gut. Dö, 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 dö.
So. Dann schnappen wir uns hier ein neues Holzlager. Ja, ja, passt. Okay, okay. Oh Mann, ey. Nein, das wird richtig katastrophal. Katastrophal wird das. Die sollen erstmal alles schön niederbrennen. Wir müssen unbedingt auf diese 600 Goldstücke kommen. Und 1200 Nahrung. Und dann das und dann später das. Ah, Belagerungswerkstatt. 7 Minuten. Oh, das ist alles so mies. Alles so knapp. Ah, sie kommen. Wenn sie sich jetzt erstmal darum kümmern, haben wir noch ein kleines bisschen Zeit für so eine winzige Verstärkung. Hier sollte drüber gehen. Warum? Nein. So. Schnell. Lauft, geschwind. Boah, die sind einfach atemberaubend schnell. Jetzt greifen die an. Vielleicht verstecken wir uns erstmal ein bisschen so. Hey. Ihr macht das schon. Macht sie fertig, Leute. Los. Ja. So, jetzt aber. Von hinten. So, dieser Strom von neuen Rekruten sollte nicht abnehmen. Nein. Oh. Ja. Location. Puh. Geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay, geil. So, jetzt Kommando zurück. Wehe, die schicken. Oh ne. 5 Minuten. Wie sollen wir das denn schaffen? Nee, wir können das hier gar nicht mehr schaffen. Da verlieren wir ja so viele Leute. Aber. Weitere vereinzelte englische Plünderer trafen ein und machten sich auf den Weg nach Pont-Vallin. Das ist eine einzige Verarsche. Das ist doch nicht wahr. Wer kommt denn da jetzt? Ja! Na klar. Logisch. Was haben die hier eigentlich vor mit uns? Okay, Holz haben wir auf jeden Fall genug. Das schaffen wir nicht. Das ist einfach nicht machbar. Oh Mann. Vielleicht, wenn die bezwungen sind, vielleicht passiert dann irgendetwas richtig Cooles. Sowas wie die Engländer haben Angst vor euch und fliehen und dann war es das. So von wegen, hey, sie haben ihre gesamte Kavallerie verloren. Das wäre natürlich schön. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel so nett wäre. Das Spiel ist nicht nett, es ist böse. Möchte, dass die bitte ein paar mehr Leute herstellen. Oh Mann. Okay. Jetzt gleich unsere geilen Armbrustschützen. Ja. Toll. Die wir auch hier raus
reinhauen könnten. So, das nehmen wir noch. Die sind ja schnell am Produzieren. Macht alles gar keinen Sinn. Wir müssen halt wirklich auf Schwerträger erstmal gehen. So, und hier auf Nahrungsproduktion. Und dann vielleicht noch ein paar Leute abziehen von Holz. So, wir haben noch 2 Minuten und 30 Sekunden, bis wir tot sind. Juhu! Ja, passt schon. Schlimm. Die kommen. Die kommen. Sie kommen. Oh nein, das wird fies. So fies. Nein. Ja, ja, ja. Da können sie ihre Anzahl nicht so gut ausdehnen. Da sind sie ein bisschen getroffen. Okay. Los, Armbrustschützen, ihr 5. Attacke. So, gezieltes Feuer. Und dann schalten wir immer einen nach dem anderen aus. Ey, Armbrustschützen sind mega gut. Haha. Ey, wenn dieser dritte vorbei ist, vielleicht kommt dann wirklich noch irgendwas Besonderes. Boah, jetzt wird's aber etwas wenig. Ja, ja, ja. Geschafft! Oh mein Gott! Krank. Krank geil. Boah. Oh ne, das muss zurück, das hin. Das bringt uns nichts. So, mehr Armbrustschützen bitte. Puh. Okay, 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 okay. So, irgendwie kriegen wir das hin. Aber vor allen Dingen die Armbrustschützen sind, glaube ich, extrem wichtig. Die müssen dann gegen die Rüstung kämpfen. Schaffen das gleich. Oh, 20 Sekunden noch. Oh, ich hätte so gerne eine Mauer. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Und wir haben einfach viel zu wenig Leute. Die englische Armee wartete die Gunst der Stunde ab und näherte sich dann Pont-Vallant. Die Gunst der Stunde? Die haben Stückchen für Stückchen einzelne Verbände losgeschickt, die ich dann aufreiben konnte. Also die wollen wahrscheinlich, dass man mal hierhin geht und eine Armee platt macht, dann mal nach da geht und eine Armee platt macht und dann am Schluss gegen die zum Beispiel kämpft. Damit nicht alle auf einmal gegen einen Gefälde ziehen. Aber ich sehe das irgendwie nicht so gerade. Oh. Okay. Dann machen wir noch schnell da was. Ist jetzt hier echt so Endgame-mäßig. Okay. So. Hey, ist das günstiger? Oh mein Gott, Kusch.
Nein! Was? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, Geldverschwendung. Okay. So, jetzt kommt eh der große finale Kampf. Und wenn man mal schaut, also theoretisch, wenn wir uns jetzt um eine Gruppe gekümmert hätten, dann würde einfach die andere angreifen. Also so oder so wird das nicht einfach sein. Wir müssen einfach mehr Leute produzieren, die dann immer noch von hinten nachrücken. Und hoffen. Ja, genau. So klappt das irgendwie bestimmt. Hier, wir müssen noch einen Speerträger als Mietschild haben. Mietschild! Ja! Okay, wir haben hier alles verloren. Wir gehen erst einmal nach da. Diese englischen Langbogenschützen, ey. Aber die Langbogenschützen sind nicht dafür verantwortlich, dass am Schluss das Dorfzentrum fällt, oder? So, Angriff. Wir müssen die hier jetzt platt machen. Die stehen hier so cool davor. So. Okay. Ja. Und da müssen wir ganz schnell zurücklaufen, sobald die da alle tot sind, die Bogenschützen. Okay. Oh mein Gott. Das hat funktioniert. Ja. Nein. Nein. Ey. Nein. Vernichtet sie! Ey, hört auf, da drauf zu ballern! Oh Gott, wir brauchen mehr Leute! Mehr! Ja. So, Attacke. Die hinteren Reihen. Wehe, ihr flieht. Wehe. So, schnell. Und Attacke. Und ihr auch. Angriff. Komm, wenn wir die jetzt hier noch platt haben, haben wir gewonnen. Wir müssen nur hier die Schwertkämpfer vernichten. Ah. Mhm. Ja. Okay, jetzt gehen wir erst einmal zurück. Ein bisschen. Und sammeln uns. Und dann warten wir erst einmal. Wir schaffen das. So, und Angriff. Engländer. Tja. Das war so eine heftig spektakuläre Armee. Ich habe echt gedacht, die kann man gar nicht vernichten. Das geht gar nicht. Boah.
Nach einem hart erkämpften Sieg gegen den verstreuten Feind konnten die Franzosen der englischen Chevauchée bei Pont-Vallant ein Ende setzen. Die englische Armee war nicht unbesiegbar. Es gab noch Hoffnung für die Franzosen. Oh mein Gott, wir haben diese Schlacht tatsächlich gewonnen. Auch wenn es irgendwie echt lustig ist, dass man am Schluss so die heldenhaften Berittenen sieht, die so durch Pont-Vallant reiten. Und man selber hatte irgendwie nur Infanterie. Ja gut, egal. Aber das war ja sowas von heftig. Es ist aber echt eine sehr, sehr kluge Strategie, von den Engländern aus betrachtet, einfach einzeln zu mir zu kommen, damit ich sie alle platt machen kann und nicht gemeinsam mit der überlegenen Armee vorzurücken. Sehr gut, Jungs. Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.